war geil. Schaut ganz gut aus. Stromkabel sind weg. Oder säge ich jetzt gleich 10 Stromkabel durch? Nee, keine Stromkabel. Schaut gut aus. Vorne ein bisschen, Millimeter. Auf jeden Fall ist es nicht zu groß. Woran liegt es, dass es noch nicht reinfällt, das Dach? Der Ausschnitt ist ein bisschen zu klein. Was? Wo dran? Zu klein ist der Ausschnitt. Aber lieber ein bisschen dann wegnehmen und das passt. Als und ich kann jetzt dann hochfräsen und dann passt. Und wenn es groß ist, dann kann ich hinschmeißen. Achtung, jetzt kommt der spannende Moment. Männer, weg da. Wo kommt der Motor? Andreas, vor sich. Hab ich's richtig rum? Mhm. Aha. Fertig. Auf einmal doch nicht mehr zu klein. Ja, ist schon gut. Aber auf jeden Fall auch nicht zu groß. Zählt so. Oder jetzt mit Panzerteip festmachen, fertig. Ja, genau. Ein Kaugummi reindrücken. Was? Okay. Ja, cool. Hut ab. Also das ist echt eine sportliche Leistung, oder? Loch ist schon mal drin. Loch ist drin. Jetzt kommt der Rest. Es wird eine Presspassung. Ich will schauen, wo das Wasser rausläuft. Weil ich mir nicht ganz sicher bei so vielen Bohrungen, nicht, dass es in den Innenraum reingeht. Aber es läuft da vorne raus. Sind wir schon mal richtig. Letztes Mal hat sie Antriebswellenfett geschluckt und geleckt. Jetzt schluckt sie Späne. Nicht in mein Essen, bitte. Bist du schon wieder am Essen? Hast du dich gestern nicht beschwert, dass du dicker geworden bist? Da machen es gerade einen Fehler, ne? Was? Da machen es gerade einen Fehler. Warte, was? Weil das Loch ja kleiner ist. Was hast du gesagt? Da war jetzt gerade ein Fehler. Ja, aber jetzt im schlimmsten Fall kriegst du das nicht hin. Du kriegst es gar nicht mehr abgedeckt. Also der Dachhimmel ist jetzt kaputt. Also wenn ich mir das Loch, wenn ich mir die Scheibe angucke und die Verblendung angucke, fällt die Verblendung durch das Loch jetzt durch. Der Himmel ist jetzt kaputt. Ja, aber der Himmel ist nicht so teuer. Digga, das ist ein Fehler. Vielleicht kriegen sie es ja noch hin. Und wir warten auch mal ab, genau. Vielleicht kriegen sie es ja noch hin. Also nur noch mal kurz zum Verständnis. Er schneidet gerade den Dachhimmel zu groß aus, weil die Öffnung im unteren Bereich ist viel kleiner als die im oberen Bereich, wo er ins Dach gemacht hat. Das heißt, er macht den Dachhimmel gerade kaputt. Aber naja, sehen wir, ob die anderen das genauso machen. Sieht gut aus. Gut. Was ist jetzt dein Problem? Ich guck grad, wie rum das kommt, weil mir dafür ja ein Verkleidungsteil fällt. Weshalb laufe ich da vorne? Ja, der ist schon nach vorne, das ist mir schon klar. Nur, wo kommt jetzt der Himmel hin? Das wäre ein Fall für einen Joker, würde ich sagen, oder? Also, oh, ein Joker. Oh ja, oh ja. Also, du willst einen Joker? Fangen wir mit der ersten Frage an. In welchem Jahr wurde der erste Kalibra gebaut? Du hast ein Jahr Toleranz, ein Jahr zu hoch, ein Jahr zu tief. Was sagst du? Das erste Baujahr vom Kalibra. 88. Scheiße, es ist 89. Ui. Hast Glück gehabt. Damit darf jetzt Marco eine Frage stellen und bekommt von uns eine Antwort, die hoffentlich sein Problem löst. Was ist deine Frage? Meine Frage ist, Am Schiebedach fällt ein Rahmen. Zumindest erkenne ich nicht, wie es zusammengehört. Und jetzt will ich die Frage beantwortet haben, natürlich. Na, sieh mal. Umdrehen, Himmel umdrehen.
Das ist dein Rahmen. Oh. Oh, oh. Das Problem ist das, wie es die Jury auch schon relativ lang gesehen hat. Das Loch wurde hier in den Dachhimmel leider ein bisschen zu groß reingeschnitten. Wir müssen aufpassen, dass die anderen das nicht hören, weil die ja auch noch ihr Loch reinschneiden und eventuell den gleichen Fehler machen. Normalerweise müsste der Dachhimmel genau bis hier zur Kante abschließen, hier außen rum. Und die Abläufe gehen dann über dem Dachhimmel zur Seite raus. Sehr schön. Gut, ich gratuliere. Danke. Ja, da werden wir versuchen, so viel wie möglich zu kaschieren. Schau mal, ob es ist. Karosseriedichtmasse. Test hier. Hast du ein bisschen Spiel? Schau mal. Lassen wir uns was einfallen. Hättest du die Anleitung gelesen, steht doch hier eine Anleitung drin. Danke. Schatz, was los? Nix. Das sind aber immer Männer und Anleitungen, ne? Ich mache immer Anleitungen. Ich nie. Was hast du denn falsch gemacht? Ja, das Loch im Dachhimmel ist 10-mal zu groß. Was machen wir jetzt? Ja, nix. Kann ja nichts mehr dazukleben. Ali, wie verlegst du den Ablauf? Einfach hier runter. Durch die A-Säule durch? Ja, also der geht halt hier runter unter der Abdeckung, das schon. Okay. Aber in der A-Säule selber funktioniert es nicht. Okay. Das ist ein Dichtband. Und das wird dann mit der Verschraubung, dann wäschst du das ans Blech hier und dann ist das dicht. In welchem Schritt da hättest du gesehen, dass der Himmelding nicht so weit ausgeschnitten werden darf? Wo, in welchem Bild? Also auf welchem Pixel? Die man weit. Darfst du zu lange drauf gucken, sonst kriegst du Kopfschmerzen? Ja, das habe ich auch gerade festgestellt. Da wird einem schwindelig. Hier, das waren ungefähr vermutlich dieser Bereich, ja, Abschnitt, oder? Dass man, das ist der Rahmen und dass man dann irgendwie. Da versucht derjenige, der die Anleitung erstellt hat, zu sagen: Achtet bitte drauf. Das war ein kreativer Mensch, der das gemacht hat. Ich habe auch noch nie eine Anleitung in dem Format gesehen. Also zwei so Streifen auf Karton gedruckt mit Punkten. Also pro Bild sind ungefähr 200 Pixel. Also die Anleitung macht mich echt sprachlos. Was ich überlege, wie es weitergeht. Das Hinschrauben ist ganz klar, aber ich muss ja das zweite auch gleich mit hinschrauben. Und dann muss vorher der Motor noch rein, weil der ist da unten drin. Und das ist alles so ein bisschen ganz komisch. Ja. Da gehört jetzt eigentlich der Motor mit reingeschraubt, pass auf. In der Mitte habe ich keinen Schraum. Dann müssen wir da einen Motor reinschrauben und mit zwei Schrauben festmachen. Hier und hier? Nein, das sind die zwei Schrauben. Das muss zuerst aufhören und dann kommt der Motor rein. Dann kommt der Motor und dann kommt die Schraube rein. Ja? Ja, also. Jetzt hat keiner die Kanten konserviert. Das sind auch so Klassiker, habe ich damals auch gemacht. Haben sie beide. Mit drüben was? Abgeklebt und gesprüht und hier mit einer Pinselart aufgetragen. Da haben sie aber beide dran gedacht. Also da Daumen nach oben. Da geht er so. Aber da geht der Raum nicht auf, oder? Ha? Muss ja gehen. Ja, geht nicht. Aber das ist ja der Wasserkasten. Wo geht denn da das Wasser raus? Nach vorne muss rausgehen, oder? Ha? Ja. Ich hoffe, dass es nach vorne rausgeht. Das muss. Ja, klar. Aber ich komme da nicht hin. Ich bringe ja den Motor noch rein. Tun wir mal zwei Schrauben mehr, dass wir den Rahmen ein bisschen festhalten. Ich glaube nicht, dass das geht. Also ich mag die Dinge. Ja, das kann gehen. Hä? Das kann dann gehen. Das geht ja nicht anders. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt den Rahmen flexen sollen. Sieht so aus, als wenn der Abstand hier zwischen Motor und dem Rahmen relativ knapp ist. Ne? Das täuscht halt ein bisschen. Ja, aus dem Motor ist ja die Welle, die sozusagen hier den Seilzug betätigt vom Schiebedach. Das sieht alles ein bisschen knapp aus, aber vom Abstand her, dass die Welle sozusagen nicht greift. Aber sollte funktionieren. Können wir am Himmel weitermachen? Ja, rein theoretisch können wir Schiebedach reinmachen. Der Himmel noch nicht. Dann machen wir Schiebedach rein. Wenn man jetzt hier innen nicht Klebe- und Dichtetin macht, ja. Können wir machen. Einmal.
Was ist jetzt dein Plan mit der Kartusche? Ich möchte es jetzt von innen noch zusätzlich verkleben, dass es auf jeden Fall dicht ist. Viel hilft viel, bekanntlich. Ja. Er klebt jetzt gerade mit Kleb und Dicht das Schiebedach noch mal ein, damit das dicht ist. Während sie einmal das Ganze schön mit dem Finger verschmiert, damit das auch sauber abdichtet. Hast du den? Ich hab ihn, ja. Ja. Will er nicht. Ist jetzt gut. Weiß zwar nicht, was die Konkurrenz macht, aber... Kriegst du in den Schraum. Ja gut, so kann man es natürlich auch machen. Ja, wenn es eindrungen ist, geht es nicht anders. Sind wir auf dem Loch? Weiß ich nicht, du musst mal andere gucken. Jetzt haben wir hier bei Marco und Sandra wieder ein kleines Problem. Es gibt einen kleinen Halterahmen und diese Blende, die noch von unten rankommt. Diese Blende muss eigentlich auch jetzt schon mit hingehalten und festgeschraubt werden. Oh. Fuck. Schraubensicherung, geil. Jetzt schrauben Sie nur diesen kleinen Rahmen hin. Wir werden später alle Schrauben wieder rausnehmen müssen, dann die Blende wieder. Einige, die jetzt Loctite schon benutzen und bis die so weit merken, dass der andere Rahmen auch mit dran muss, hat das Loctite angezogen. Umso schwieriger wird es ja, die ganzen Schrauben wieder rauszukriegen. Das kostet die beiden echt einen Haufen Zeit. Das könnte ganz schön entscheidend werden. Könnt ihr euch nicht mal Aufgaben einfallen lassen, die Spaß machen? Wie, hast du keinen Spaß? Ach komm, das ist Bastelarbeit. Sieht aber entspannt gerade bei dir aus. Ja, ich krieg das Dach runter, damit die Schrauben alle drin reinkommen. Aber nicht so arg drücken, dass die Scheibe platzt. Ich finde es so toll, dass du mir immer Tipps gibst fürs Leben. Na, schmeckt's? Mhm. Magst du noch ein Törtchen? Mach ich gleich, hol ich mir. Einerseits ist alles fest, oder? Nein, da fehlt noch. Ist das Dach mittig ausgerichtet? Hast du gemessen? Also ich habe gesagt, es ist leicht nach rechts versetzt, beziehungsweise zur Richtung Fahrerseite. Also nach links. Fahrtrichtung. Und? Ja, der hat so Ticks, der muss 11, das 7. zwischendurch machen. Richtig erkannt. Wie viel? Das habe ich schon gemerkt, du hast mir schon erklärt, dass 11, das 7. Und da? 11,4. Das ist Handarbeit. 3 mm, genau. Ja, das Auto hat ab Werk schon mehr Versatz als das Schiebedach. Das würde ich auch sagen. Der hat schon wieder irgendeinen Tick oder seine irgendwelche Macken. Charlie, der ist immer so. Warum ist der so? Könnt ihr aufhören, über Dima so zu sprechen? Der kann euch hören. Ach, der hört uns. Ja und? Das stört uns doch nicht. Das stört ihn auch gar nicht, er weiß das. Er weiß es doch. Ich glaube, du musst das loslassen können. Ja? Ja, ja. Hast du hier vorne auch schon? Ja, aber du kannst loslassen. Der Rahmen zieht sich immer mehr ran. Wie viel Loctite machst du da dran? So viel wie gerade rauskommt. Marco, was würdest du jetzt machen, wenn du die Schrauben wieder rausnehmen müsstest? Die machen wir nicht mehr raus, hoffe ich. Die macht ihr nie wieder raus? Ja. Das ist gut. Sag mal. Der Rahmen muss man damit hinschrauben, gell? Den musst du dann wieder wegschrauben. Du musst es da durchschrauben. Sag mal, ja. Also im Endeffekt gehört es ja so hin. Ja, aber dann warte mal geschwind. Dann bleiben. Gibt es eine Schraube, die drin bleibt? Das ist jetzt gerade die Frage, die ich mir stelle. Sind es überhaupt die Schrauben, die du gerade reindrückst? Ja, natürlich sind es die Schrauben. Ja, es gibt keine, die drin bleibt. Die können gerade alle wieder raus. Ja, warte, bevor du sie jetzt rausmachst. Ah, doch, ich mach sie raus. Ach so, ja, dann machst du raus. Aber jetzt nicht hektisch werden, gell? Bevor sie alle frisch sind. Marc und Sandra haben gerade alle Schrauben schön reingedreht, haben aber einen von zwei Rahmen leider vergessen. Jetzt schrauben sie alle Schrauben wieder raus. Ah, aber was mir dabei trotzdem auffällt, Charlie, im Himmel ist noch keiner. Nein, da bin ich jetzt auch gespannt, wie sie es reinkriegen. Du hast kein Muster mehr. Wir lassen den Himmel weg. Brauchen wir nicht. Gewichtsersparnis, da geht er schneller, der M3er. Zuerst einmal ausschneiden grob und dann fein ausschneiden und dann muss er irgendwie die eine. Das wird lustig. Das weiß ich schon. Oh ja. Wie weit bist du? Was? Das bisschen auszubügeln, was du... Sandra? Ja?
Wie weit bist du? Noch nicht weit, weil ich bin, entweder du kommst raus und hebst den Himmel, damit ich den zuschneiden kann. Du schneidest das jetzt so. Ich muss. Du schneidest das jetzt freihändig da einfach ungefähr in etwa. Ich warte auf den Marco. Aber das machst du jetzt, mach dir ohne Schablone einfach. Freihändig, okay. Ist eh schon versaut. Das will ich nicht. Ihr macht das aber nicht besser damit. Zeichne das an. Ja. So, und würde jetzt von Unterkante Schalter bis Mitte rausmessen. Mess doch schön von da, mit beiden Händen. Hallo, nicht die Nerven verlieren jetzt. 3,5. Weiter. So, stopp. Jetzt liegt er so, wie er muss. Ja. Kannst du umdrehen, kannst du schneiden. Aber ich würde ein Cuttermesser nehmen. So. Andi? Ja. Du kannst jetzt da, ich hab da schon angefangen, das Strom. Also ich vermute mal, Masse habe ich hingelimmt. Ich gehört noch gezogen, das habe ich da. Da brauchen wir nur Dauerplus irgendwo, da hole ich mir das. Ja, Dauerplus und wahrscheinlich ein Zündungsstrom. Zündung und Dauerplus, oder? Dauerplus, weiß ich nicht ganz genau. Die haben eigentlich in den Schaltplan, wo sie mir geschickt haben, haben sie beide zusammengetan. Für mich ist es... Ja, weil Dauerplus braucht der Schieber doch eigentlich nicht. Vielleicht für die Endposition. Ha? Vielleicht für die Endposition. Ja, mach die Röden auf Dauerplus, die geben nicht mehr Zündung. Müsste passen, oder? Probieren wir. Schwarz-Weiße. USA weiß ich nicht. Sandra, jetzt wo du schon reingeschnitten hast, stelle ich mal hier dahinter und guck dir mal die Mitte an. Stelle ich wirklich mal kurz hier hin. Als jetzt da einfach willenlos mit. Guck dir mal die Kurve an, guck dir mal die Kurve an. Ihr macht das hier ja nicht besser jetzt. Nein, es ist eh. Also. Es ist scheiße. Einfach nur die Scheiße. Nein, nicht die Nerven verlieren. Marco. Was? Komm mal her und bring mal bitte diesen Rahmen noch mal mit. Ja, ich bin halt schon am Reinschrauben. Marco, ich würde wegbleiben. Meine Nerven sind so blank. Kannst du ihn schon holen? Sandra! Noch nicht gemacht. Kannst du ihn kurz holen? Dir. Also. Nerven bewahren, Nerven bewahren, Nerven bewahren. Guck mal. Sieht doch scheiße aus. Was ist scheiße? Guck mal, wie versetzt das ist zum Licht. Das sieht doch scheiße aus. Ja, so hast du hingelegt, ich hab's nur abzeichnet von unten. Der Blick. Die Diskussion ist nicht, wer ist schuld. Mach's doch einfach. Wir kriegen alle Kameras aus und Mikrofone auch. Ihr Blick, so hast du's hingelegt. Vor allem so hab ich's hingelegt. Der Elektra grad hier, Mädchen, lieber Gott noch. Das gibt's gar nicht. Das ist so geil. Oh, die Welt geht unter, ja, weil du es falsch hingelegt hast. Ja, gut. Die Höhe hat ja gestimmt, die haben ja richtig ausgemessen. Vielleicht ist euer Dach auch nicht mittig. Kannst du mal, danke, aus der Sonne gehen, das wäre ganz arg nett. Kaufst du Maßband, wir können nachmessen. Ich brauch kein Maßband. Dauert nur eine halbe Stunde. Ja, weil ich hab's ja falsch hingelegt. Das ist so gemein, es geht um 10.000 Euro und alle stehen außen rum und lachen. Ja, und du denkst, Alter, verpisst euch. Im Endeffekt, es bin ja ich schuld. Es ist völlig egal, wer wo schuld ist. Ich bin bei euch in der Werkstatt. Den Rahmen zusammen reinschrauben. Wie zusammen reinschrauben? Du brauchst den Himmel dazu. Nein, brauche ich nicht. Ja, so ist die Chance natürlich hoch, dass sich das formschön um diese Rahmen geschichtet. Da kommt jetzt das Talent von mir, dass ich mit Messer umgehen kann. Oh Mann! Ich bin immer gespannt, wie die das lösen wollen. Da bin ich auch sehr gespannt. Weil die haben den Himmel draußen und bei denen hängt ja noch halber drin. Das wäre das so schöne Gaudi. Was denn? Hä? Ich hab dir doch vorgeschlagen, dass wir den Himmel ausbauen. Ja, aber dann weiß ich auch nicht, was noch machen wir. Wie ist denn euer weiteres Vorgehen jetzt? Wie geht denn das weiter da? Das ist schwierig jetzt, ne? Es ist schwierig, aber wenn ich ihn raus habe, dann weiß ich auch nicht, wo ich hin muss. Das sehe ich auch so. Und dann ist der Himmel nach oben gezogen und der Rahmen, der ist so tief vorbei. Ich muss das irgendwie. Ich kann das Prinzip nicht so richtig nachvollziehen, warum die das jetzt erst machen. Ja, dass sie den Himmel drin gelassen haben, okay. Aber ich hätte vorher einmal markiert.
dass ich zumindest so grob was habe, wo ich schon mal ein kleines Loch reinschneiden kann. Weil jetzt, wie wollen Sie das nach unten übertragen? Also wird schwierig, denke ich. Und wenn du anfängst, das zu messen, wenn du 8 Stellen ausmessen musst, da geht immer irgendwie, passiert immer irgendwie Scheiße. Wie willst du jetzt, wie machst du jetzt weiter? Ich bin komplett irritiert, wie du jetzt das Loch da in den Himmel kriegst. So, dass ich sage dir, wenn ich es mache. Okay. Ich werde es geduldig abwarten. Ich muss jetzt erst einmal den Himmel hinten fixieren, weil der so schief ist, dass ich die Löcher wieder habe. Was auch immer er jetzt gesagt hat, ich habe es schon wieder nicht verstanden. Ob es Schieber geht, Willi? Willst du mal schauen, ob es Schieber geht? Du kannst jederzeit alles schauen. Du brauchst mir nicht fragen. Habt ihr die Elektrik schon gemacht? Ah, so nach hinten, siehst du? Der geht sogar nach hinten. Da ist ja der Spoiler. Drückt schön mittig runter, also ein bisschen Anpressdruck auf die Hinterachse. Sensationell. Braucht der BMW. Sensationell. Braucht der BMW. Ist super.